Herzlich willkommen zu unserem ersten Video von der ISPO München. Und hinter mir seht ihr gerade eine Menge Schuhe und das bedeutet, wir sind bei 32. Und ich habe auch schon einen Schuh von 32 in meiner Hand, den ich wahrscheinlich mir demnächst zulegen werde, denn ich bin sehr überzeugt von diesem Schuh. Fangen wir doch einfach mal an, was mich daran gefällt. Und zwar erstens, es hat ein Schnürsenkelsystem. Ihr wisst, ich mag Schnürsenkel und keine Schnellschnürsysteme, deswegen den ersten Bonus hat's. Zweite Sache ist, die ich immer sage, ist, der muss passen. Und dieser Schuh passt. Und der passt wahnsinnig. Und was mir besonders daran gefällt, ist, was in diesem Schuh versteckt ist. Ich ziehe es einfach mal raus und guck mal, ob ich den Innenschuh einmal rausziehen kann. Das ist der Innenschuh und das erste, was ihr seht, ist, dass er hat keine Schnürsenkel und keinen Schnellverschluss, nur einen Klettverschluss oben am Schienbein, aber in diesem Boot gibt es eine Verbindung, das heißt, man kann diesen Boot zuziehen, wenn er im Außenschuh drin ist. Und das Schöne daran ist, dass dieses Zugband auch hier außen am Außenschuh verbunden ist und damit zieht man sich quasi richtig hinten in den Boot rein. Und ich habe in diesem Boot tatsächlich mehr Fersenhalt als in meinen Skischuhen und allein das hat mich schon überzeugt. Abgesehen davon gibt es diesen Außenboot in mehreren Variationen mit mehreren verschiedenen Sohlen. Es gibt leichtere Sohlen, es gibt etwas dickere Sohlen, die hier ist etwas schwerer, um besonders hiken zu können. Alles in allem, wunderschöner Schuh, macht was er machen soll. Ich hoffe, das auch langfristig und ich hoffe, dass wir den mal in der Halle testen können. Und ja, das war's zum ersten Video von der ISPO. Wenn ihr mehr Videos sehen wollt, dann abonniert doch den Kanal und dann sehen wir uns recht bald schon wieder. Bis dahin, ciao.